Hallo Freunde, heute haben wir ein besonderes Video. Ich habe etwas bei Amazon bestellt und zwar ein Überraschungspaket. Da sind ganz viele Spielzeuge drin, von denen man nicht weiß, was da eigentlich so drin ist. Lucky, komm mal. Der schläft bestimmt schon wieder. Lucky? Das Bettchen ist leer. Typisch Lucky, die Decke einfach auf den Boden geschmissen. Wo kann der bloß sein? Egal Freunde, wir fangen schon mal an das Video zu machen und ich hoffe, der taucht heute noch auf. So, machen wir das Paket mal auf. Ah, da bist du ja. Hey Lucky, wie bist du denn in das Paket reingeklettert? Naja, ich dachte, da wären Süßigkeiten drin, aber da sind keine drin und ja, ich wollte da allein mit denen sein. Allein mit den Süßigkeiten? Ja, aber das sind nur Spielzeuge. Und, hast du schon alle gesehen? Natürlich, ich habe ja meine Augen offen gehabt. Oh, das war doch ein Überraschungspaket. Na egal, wir packen das jetzt dennoch auf, ich weiß immer noch nicht, was da drin ist. So, da haben wir so eine Schutzfolie. Und mal schauen, was haben wir denn da so drinne? Okay, das erste Spielzeug hätten wir hier. Feuerwehrmann Sam. Freunde, wer von euch kennt Feuerwehrmann Sam, drückt Like. Ich glaube, das sind schon sehr beliebte Spielzeuge. Normalerweise, wenn man einzeln in den Spielladen schaut, die kosten schon etwas teuer, finde ich persönlich. Ja, die sind voll teuer. Also ich werde mir die so einzeln nicht kaufen. Aber ich mag ja auch Polizei mehr als Feuerwehr. Ja, Lucky mag die Polizei mehr. Naja, jedem das seine. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal das Spielzeug auf. So, einfach mit dem Messer mal auf die Schnelle. Schnipp, schnapp. Und da hätten wir das ganze Werkzeug. Ist auch eine Menge drinne. So, eine kleine Schaufel. Voll miniaturmäßig. Komm, mach mal das andere Spielzeug auf. Ist viel besser als dieses Feuerwehrmann Sam. Ja, aber ich möchte ja erst einmal die ganzen Gadgets testen. Wir ziehen denen mal die Mütze an und so. Oh, langweilig. Hol mal das nächste Spielzeug raus. Okay, Lucky, das machen wir jetzt mal. Aber erst einmal packe ich hier mal die Axt da so rein. Oi, verkehrt rum. So, schon besser. Ja, und jetzt hol mal das zweite Spielzeug raus. Gibt es da auch was Schleimiges, Lucky? Das sage ich dir nicht. So, was haben wir da? Okay, also das hier ist eigentlich kein Spielzeug, sondern es ist einfach ein Bilderrahmen von Schlümpfe. Aber ich denke, dass das Paket für Kinder ist, haben die auch so einen Bilderrahmen für Kinder reingemacht. So, na gut, ich würde mal sagen, wir machen direkt weiter und schauen da rein. Oh ja, es wird auch Zeit. Übrigens, da war so ein ganz großes Ei und da war bestimmt Schokolade, aber ich konnte ihn nicht selber aufmachen. Du redest viel zu viel, Lucky. Ei! So, was haben wir da? Was ist das denn? Du redest zu viel, Lucky. Ohne mich wird er selbst Gespräche führen. Ei! Puh, naja, ich gehe mal ein bisschen naschen, solange er abgelenkt ist. So, was haben wir denn da? Was soll das denn sein? Ich glaube, das hier ist eigentlich für ganz, ganz kleine Kinder, für Zweijährige oder so. So, machen wir mal das Teil hier auf. Aha, okay. Ja, ich würde sagen, das ist auch eigentlich nichts für mich oder für Lucky. Das ist eigentlich für kleinere Kinder. Was? Für kleinere Kinder? Ja, für kleinere Kinder. Nein, das ist für mich. Lucky, ich zeig das doch gerade den Zuschauern. Das ist meins, gib mir. Ich entschuldige mich für Lucky Bear, wir machen direkt mal weiter. Lucky, die Nervensäge. So, Müll hat er da reingeschmissen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Oh, das Auto kenne ich doch. Das ist von Disneys Pixar Cars. Auf jeden Fall ist das hier auch ein Markenspielzeug, also kein Billigteil, denke ich mal. Schauen wir uns mal rein. Es sieht aus wie so eine Art Holzpuzzle. So, holen wir das mal raus. Aha, noch eine Folie drumherum. Gut. Auch die kommt jetzt mal schnell weg. Kippen wir das Ganze mal um. So. Okay. Also, ich würde mal sagen, ich baue das Ganze mal jetzt auf die Schnelle zusammen. Und dann schauen wir auch weiter, was wir da noch haben. So. Und fertig, Freunde. Auf jeden Fall, das Bild ist schon ziemlich cool. Aber auch das ist eigentlich für kleinere Kinder. Jetzt habe ich mich erinnert, da bei Amazon konnte man das Alter ungefähr eingeben und ich habe bis 6 Jahre gemacht. Bis 6 Jahre? Perfekt, genau was für mich. Na, hier Lucky, dann machen wir das zusammen, wenn du so alt schon bist. Ich kann das, aber ich mache das nicht. Nein, das kannst du nicht. Doch, gar nicht. Komm, ich mache das wieder für dich so rein. So. Ich nehme das mal mit. Ein bisschen trainieren, weißt du? Aha, trainieren, genau. So, komm schon. Oh. So, ich habe das in Sicherheit vor dir gebracht, bevor du das mit deinen Experimenten zerstörst. Ich zerstöre da doch nichts. So, was haben wir noch da? Also, ich glaube, da sind nur noch zwei Sachen drin und ich hole die beiden mal raus. Karton kommt mal weg. Also,
Nochmal Feuerwehrmann Sam Hubschrauber. Ein kleiner Wallaby 1 Hubschrauber. Ich glaube, das passt mit den anderen Spielzeugen ziemlich gut zusammen. Aber da wir den jetzt gesehen haben, würde ich mal sagen, wir werden den jetzt auch nicht auspacken, sondern wir schauen uns mal das riesige Ei an. Genau, ja, das Ei meinte ich. Überraschungsei voller Schokolade. Lucky, ich glaube nicht, dass es voller Schokolade ist. Doch, glaub mir, alle Überraschungseier sind mit Schokolade und Spielzeug. Hey! Ja, Lucky, ich soll das doch den Zuschauern zeigen. Die wollen das gar nicht sehen. Gib mir das. Lucky, bleib mal ruhig. Erst einmal schaue ich mir das an und dann kannst du es haben. So, was haben wir denn da? Puzzle. Ah, deswegen war auf der Verpackung vorne ein kleiner Puzzlezeichen zu sehen. Und da war, glaube ich, Zahl 46 oder so. Oder 33? Keine Ahnung. Jedenfalls besteht das Teil dann auch so vielen Puzzleteilen. So, und da haben wir mal ein Bild. Was haben wir da? Hatchimals. Oh, ein kleiner rosa Pinguin. Auf jeden Fall ziemlich süß. Und so sieht das ganze Puzzle dann aus. Oh, schon cool. Holen wir mal raus. Wisst ihr was? Irgendwie habe ich keine Lust, das zusammenzubauen. Soll Lucky das doch machen. Ich habe was von Lucky gehört. Ja, Lucky, ich möchte, dass du das Teil jetzt zusammenbaust. Bau du das doch zusammen. Es ist bis 6 Jahre alt. Ach komm, Lucky, das schaffst du schon. Da ist auch so eine Zeichnung für dich. Wo soll ich bloß anfangen? Oh Mann, hätte ich auch Menschenhände, dann hätte ich das Teil schon lange fertig gemacht. Aber so macht es mir keinen Spaß. Lass mich los. Lucky. Ja, komm, lass los. Das nächste Mal. Lass los, habe ich gesagt. Was das? Ich kaufe mir Kaugummis, Schokolade und noch mehr Kaugummis. Freunde, ich möchte euch eine Community-App vorstellen namens Amino. Es ist eine App für jedermann. Ich habe mir erst einmal 3 Aminos ausgewählt. Hier gibt es bestimmte Bereiche wie zum Beispiel Fortnite-Fans, Anime, Lifehacks, sowie DIY und so weiter. Auch du kannst eine komplett neue Amino erstellen und deine Freunde und Abonnenten einladen, um gemeinsam als Community zu wachsen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch der Gruppe Lifehacks anschließt, wo ihr auch mich finden werdet. Und da könnt ihr mit mir im öffentlichen Chat für alle oder privaten Chat über Lifehacks eure Meinung austauschen. Ich habe für meine Abonnenten bereits ein Quiz erstellt und hier könnt ihr mal testen, wie gut ihr mich, den Lucky Bear, kennt. Es sind insgesamt 11 Fragen für euch. Neue Fragen werden immer wieder dazukommen. Zum Beispiel Luckys Freundin heißt Sally, Molly, Lucy oder Lina. Ah, wer weiß es von euch? Ich werde es mal nicht verraten. Das Coole ist, dass die Community noch ganz neu ist und ihr so von Anfang an sehr schnell mitwachsen könnt und auch viele Abonnenten bekommen werdet, die euch folgen. Einfach selber Umfragen erstellen oder auch einen eigenen Avatar auswählen, einen der gespeicherten nehmen oder ein Foto schießen und die App erstellt euch einen, der aussieht wie ihr. Der Link zu dieser App ist in der Beschreibung. So, wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Ach ja, die Pflanze füttern. Na, sag das erste Maul wollte nicht fressen. Schauen wir mal hier. Auch nicht. Scheint so, als wäre meine Pflanze bereits schon satt. Hey, meine Bestellung ist gekommen, aber ich habe kein Buch bestellt. Na, wie es aussieht, ist es auch kein Buch. Ach ja, ich habe einen Safe bestellt. Einen richtig coolen Safe, wo ich meine Bonbons von dir verstecken kann. Von mir? Die sollst du lieber vor dir verstecken. Schauen wir uns das Teil mal genauer an. Oben ein Schlitz, wo man Geld reinschmeißen kann. Und im Inneren sehen wir ein kleiner Safe verbaut, den man mit Hilfe eines Schlüssels öffnen kann. Aha, zeig mal genauer. Wenn es zwischen Büchern stehen wird, wird niemand wissen, dass es ein Safe ist. Ja, nur du, ich und 200.000 deiner Abonnenten. Na, sag ich doch, fast niemand. Richtig cool. Also Freunde, falls ihr euch auch so etwas holen wollt, der Link davon ist in der Beschreibung. Gut, ich würde mal sagen, wir geben Lucky ein klein wenig Geld, damit er anfangen kann zu sparen. Und einmal drehen. Aha. Und da haben wir unsere 50 Euro. Cool, ne? Und rein damit. Hier. Was soll ich damit? Na, die Zuschauer wollten doch ein Experiment mit dem sehen. Ach ja, habe es fast vergessen. Da kann man noch die letzten Experimente sehen mit dem glühenden Pfeil. Und wann wollt ihr wieder mit mir Experimente sehen? Ha? Lasst uns 5000 Likes sammeln und dann mache ich auch Experimente, okay? Also. Wir haben schon 5000 Likes. Na los, mach das Ding an. Nein, Lucky, das hatten wir schon. Na und? Ich will aber. Hey, Lucky, komm da runter. Lass mich los. Lucky. Ja, komm, lass los. Das nächste Mal. Lass los, habe ich gesagt. Ich habe extra verloren. Gib mir jetzt ein Bonbon. Hier. Was das? Ich habe extra den aufgegessen. Haha, nicht witzig. Na, es wird Zeit, das Teil anzuschmeißen. So. Ich habe jetzt ehrlich Hunger. Gut, geh, kauf dir was. Und wovon? Na, siehst du doch, ich will hier was rausholen. Habe eine Überraschung für dich. Oh, ich liebe Überraschungen. Da hast du ganze 50 Euro. Oi, danke. Ich kaufe mir Kaugummis, Schokolade und noch mehr Kaugummis. Und wir können jetzt in aller Ruhe unser Experiment starten. Stretch Armstrong kommt auf den Waffeleisen drauf.
So, lass es dir gut gehen. Waffeleisen wird langsam warm. Da sieht man bereits die ersten Flecken. Und der Deckel kommt oben drauf. So. Ich denke, der hat es schön warm da drin. Bin gespannt, ob der schmelzen wird. Boah, von ihm geht Rauch aus. Und ja, der fängt tatsächlich an zu schmelzen. Also, das Spielzeug ist fast unzerstörbar, aber bei solcher Hitze geht es ihm dann nicht mehr so gut, wie man sehen kann. Schau mal, was ich mir geholt habe. Oha, Kaugummis. Ja, richtig viele Kaugummis. Die roten sind die allerbesten, weißt du? Wenn du willst, wir könnten in der nächsten Folge eine Kaugummimaschine selber bauen. Boah, das wäre so cool. Dann kann die Maschine die Kaugummis auch selber sortieren? Ja, wir können es ja mal versuchen. Und um es nicht zu verpassen, Freunde, abonniert den Kanal und checkt auch die Amino-App ab. Der Link ist in der Beschreibung. Bye, bye.